Hallo miteinander, herzlich willkommen zum nächsten Video hier oben vom Tembain. Ja, natürlich bin ich jetzt unterdessen schon wieder weg, aber ihr könnt jetzt natürlich sehen, was hier so abgeht in diesem Camp Mars, wo wir 2 Nächte blieben. Ja, super schön seid ihr dabei und dann lassen wir gleich laufen. Bis später. So, wir sind jetzt zu einem Camp gefahren, da hinten der Tembain. Es gibt 2, habe ich gerade festgestellt, das Mars und dieses hier. Ja, das sieht man vom Tembain und jetzt gehen wir da essen. So, das Camp heißt Abdel Mullah und sie haben das echt wie königlich eingerichtet, Wahnsinn. So, wir fahren jetzt wieder zurück, die gleiche Strecke, wie ihr auf dem Drohnenvideo gesehen habt. Da bin ich Drohne geflogen und über diese Dünen, was eben nicht so einfach ist. Aber wenn ich nicht schalten muss, dann geht's. Hier wieder über ein Minenfeld mit Steinen, großen Steinen. Und dann kommt die Sandpassage. Wir müssen zwischen diesen 2 Bergen müssen wir durch. Das ist meine Spur, die linke. Geht leicht hoch.
Hier ist Schräglage, aber ja, ist schon mal extrem. Das war jetzt das schwierigste Stück da hoch. Das ging doch ziemlich hoch. So, jetzt geht es da links weg. Rechts geht es zum Kaffee, wo wir waren, und links zum Camp Mars. So, ich bin auf der Anhöhe, aber mein Partner vermisse ich, der hat es nicht geschafft. Ich laufe jetzt mal zurück mit Schaufel und Funkgerät. Ich konnte natürlich nicht rückwärts schauen. Vermutlich da, wo es so steil hoch ist, hatte den Reifenlook zu hoch gehabt und ist stecken geblieben. Schätze ich mal. Also hier sieht man schön meine Zwillinge. Die sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn ich auf Einzel umschalte, dann weiß ich gar nicht, ob ich da hochkomme. Weil die Zwillinge haben eine riesen Auflagefläche. Ah, da hinten ist der. Ja, weit. Also nichts Schlimmes, er ist am Schaufeln. Nur stecken geblieben zum Glück. Hier sieht man meine Spuren. Oh, Scheiße, der ist von der Piste abgekommen. Ja, gibt's doch nicht. So, geschafft. Jetzt nur noch da hoch. Das war jetzt was. Ja, er hat da dummerweise angehalten an der dümmsten Stelle, wo es schräg runter geht. Jetzt muss ich da runter, ist die beste Stelle, obwohl riesen Steine. Ich habe die Untersetzung drin, also nicht weil es hoch geht, sondern es soll langsam runter, kann man auch so gebrauchen. Da muss man nicht so fest bremsen. Leicht ist er angestanden, aber nicht schlimm. So, das war's. Untersetzung raus. Jetzt kann man Gas geben. So, die Angie zeigt mir den Weg. Jetzt bin ich noch ins Schwitzen gekommen von vielen Schaufeln. Das ging etwa ja, 15 Minuten. Zwei, drei Anläufe hat es gebraucht. So, da unten sieht man schon das Camp Mars. Es ist auf der anderen Seite der großen Düne. Ach, ich habe so tolle Hunde. Ayla hinten, Angie vorne. Sie ist meistens vorne auch beim Radfahren. Übrigens von klein auf, das kennt sie schon von klein auf. Ja, ja, die funktionieren einfach, ich muss da nicht viel machen, das ist wirklich schön. So, wir sind hier. Da kommen die Profis. Der ist jetzt extra hochgefahren.
um uns zu zeigen, wie gut dass er Auto fahren kann. Geht es da runter. Zwischendurch immer Gas geben, damit die Räder sich nicht eingraben. So. Ja, solche Dünen gibt es beim Lok. Das ist zu viel für mein Camino. So, neuer Morgen und es ist traumhaft schön hier im Camp. Gestern haben wir noch Lagerfeuer gemacht, hat noch ein Brot gebacken. Ja, die Motorradfahrer, die fahren heute zum Lac. Erashit heißt er, glaube ich. Ja, und ich habe auch ein Brot gebacken. So, die Angie ist wieder mal weg, um 6 Uhr war sie noch da. Jetzt ist sie im Ausgang, die Ayla, die geht nicht mehr groß mit, das ist vorbei, die bleibt lieber bei mir. So, wir gehen da zwei Kamelfreunde besuchen. Yeah. Die Angie ist ja da unten, ist gar nicht weit gegangen. Riecht fein. So, das Camp mal von einer anderen Perspektive. Ja, der Berg, der ist schon schön. Mittendrin, rundherum Sand und da einfach so ein Steinberg. So, ich bin jetzt ein bisschen auf die Düne hoch und das ist unendlich, unendlich. Es geht immer weiter. Aber die zwei Wölfe haben Spaß. Wie im Schnee. Noch von dieser Perspektive. Da unten sind Tunesier, die haben gestern Party gehabt. Da geht man immer ein bisschen außerhalb der Gesellschaft, wenn man zu viel Alkohol trinken will. Ja. Also ich kann euch sagen, hier oben ist einfach völlig eine andere Welt. Hier taucht man hinein in absolute Ruhe, absoluter, ja, Frieden kann man sagen. Man ist da einfach frei. Es, ja, läuft nicht viel, aber man hat hier einfach so eine Nähe zur Erde, zu dieser unendlichen Sandmenge, wo man denkt, woher kommt denn der her? Und ja, das ist Wahnsinn. Und auch die Abende, sternenklar. Man sieht die Sterne, man sieht richtig, ja, weil es überall dunkel ist. Das ist einfach nur schön. Man muss das einfach reinziehen, weg von dieser alltäglichen Hektik, von diesem Programm, in dem man drin ist, und einfach mal eintauchen in das Nichts, in das, einfach in das Sein hinein. Ja, so habe ich Gedanken über das Ganze. Andere, andere! Oh Mann, haben die Spaß.
so, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Motocross-Fahrer und dann meine Dünenfahrt und was da auch immer alles lief. Alles sehr interessant. Ja, Tunesien ist wirklich wunderschön in der Sahara. Okay, dann Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und tschüss.